Jawohl, Gothic 3 und los, und wir sind hier in der Innenburg von Faring. Die Texturen sind wieder matschig hier im Horizont, ich hab's wieder runtergestellt. Einfach, dass flüssiger läuft, ne? Ist einfach angenehmer für alle Beteiligten. Achso, wir haben eine Menge Leute, mit denen wir ein bisschen tratschen können. Eine komplette Armee Orks steht hier schwer bewaffnet bereit, in den Krieg zu ziehen. Sakrosch, ein Schleifstein. Wo Schleifstein? Gibt es hier irgendwo einen Gewichtstein? Mühlsteine? Moment. Mühlstein. Er hängt aber schief. Jetzt hängt er nicht mehr schief. Sehr nice. Stärke. Eskalation. Der tanzt hier zum fehlenden Beat. Warte mal, wenn der so schön tanzt. Komm, jetzt wollte ich hier für ein bisschen Stimmung sorgen, ne? So, jetzt bräuchte ich eine Tanzanimation. Düm, düdüm, düm, düdüm. Okay, das schaut überhaupt nicht nach Tanzen aus. Yay. Drehspieß? Ist hier noch was? Ja, hey Leute, Jungs. Keinen Schritt weiter. Wieso? Du bist kein Freund der Orks. Ich vertraue dir nicht. Oleg, jetzt müssen wir hier auch noch Freunde Orks sein. Oh nein. Jetzt Freunde Orks, wie viel? Rebellen 38. Ach Gott. Es ist deine Ehre. Freunde Orks auch noch. Das heißt, wir können. So, damit es hier reingeht, Leute. Halt! Keinen Schritt weiter! Damit es hier reingeht, dürfen wir sämtliche Rebellen-Verstecke auslöschen. Also da haben wir doch einiges vor, ne? Das hat uns kaum Okay, mit wem fangen wir jetzt an? Vielleicht am besten Tarok. Was willst du? Keine Ahnung, ich bin jetzt hier in der Stadt und habe keine Ahnung wieso. Ich will in der Arena kämpfen. Ach Meine nein. Kämpfer kämpfen nicht gegen Morass. In deiner Arena kämpfen doch Menschen. Sie haben Stärke und Mut in den größten Arenen der Welt bewiesen. Wenn du getan hast, was sie getan haben, darfst du hier kämpfen. Okay. Irgendwann ist doch das vorbei. Wann lässt du mich kämpfen? Steff Wenn kämpfen. du die große Arena in der Wüste gewonnen hast. Sie ist in Murasul und nur die besten Krieger verlassen sie lebend. Und es kommt noch. Ja, und die ist dezimiert. Ich habe die große Arena von Murasul gewonnen. Dann bist du wirklich ein großer Krieger. Meine Kämpfer fühlen sich geehrt, sich mit dir messen zu dürfen. Auf jeden Die Boras Fall. haben keine Ehre. Das ist der. Werde Champion der Arena in Morasul. Okay. Ich will in der Arena kämpfen. Kämpft mit Vigo! Okay, und woher, wie überprüft der das jetzt, dass ich hier keinen Scheiß erzähle? Dann zeig mal, was du drauf. Ich hätte die Wand mit dir, Vigo. Geh die Wand. Es gibt Ruf bei den Orks. Alla. Eieiei. Nice. Es ist halt gut. Es ist halt richtig gut. Wenn es hier nur zu lecken würde, Mortis. Wo ist der jetzt hin? Vigo war kein Gegner. Beim nächsten Kampf gib mir einen echten Gegner. Ja. Ja. Ich will in der Arena kämpfen. Tukas wird kämpfen. Der Sieger hat Ehre. Der Sieger hat Ehre. Tukas. Wo ist er? Jetzt kannst du Jetzt. zeigen, was du Uiuiuiui. jetzt bist. Tukas, reiß. Oh, lecko, 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 lecko. Reiß dich zusammen, Tukas. Über die Fechtskills gegen die Wand. Randaliert hier einfach durch. Was hat denn der dabei? Schlägel? Oh ja, der hat. Da ist nichts mehr zu holen. Das Schwert bekomme ich nicht. Doch, jetzt hat. Krusch, schieß mich tot. Einkassiert. Einkassiert. Tukas war zu schwach. Du bist ein guter Kämpfer. Gegen dich zu verlieren ist keine Schande. Ja. Ich bin bereit, in der Arena zu kämpfen. Du kämpfst gegen einen Menschen. Mortis ist ein starker und gefährlicher Krieger. Kämpft gut. Mortis, schon wieder ein Mensch? Ich dachte jetzt eigentlich, da kommen hauptsächlich Orks.
Ja, das wäre Schwachsinn. Mortis reißt sich zusammen. Es wäre Schwachsinn gegen Orks zu kämpfen, weil Gladiatorenkämpfe waren ja schon immer Arbeit der Sklaven. Also über Sklaven zu Gladiatorenkämpfern ausgebildet, um das Volk zu belustigen und da Orks kämpfen zu lassen, das wäre totaler Schwachsinn. Was ist los? Sag du es mir. Wenn du kämpfen willst, rede mit Tarok. Wenn nicht, lass mich in Ruhe. Auf jeden Fall. Scheiße, tut das weh. Mortis ist besiegt. Jetzt bist du der stärkste Mensch in meiner Arena. Ja. Nur wenige Menschen haben es so weit geschafft wie du. Und wer ist der stärkste Ork in deiner Rede? Ich will gegen den Besten antreten. Du hast Mut. Du forderst Rotzaf. Er wird zu dir in den Ring kommen. Wenn du diesen Kampf gewinnst, bist du mein Champion. Jo. Erstmal ein Hacksteak hier. So. Ork. Geronimo. Ja, la 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 la. In your face, Bastard. Lame. Deine Vorstellung war echt sowas von ultra lame. Also ich bin enttäuscht. Da waren die sämtlichen Menschen stärker wie dieser Dreck. Ich habe gewonnen. Du hast meinen Respekt. Von nun an wird sich jeder in dieser Arena an deinen Taten messen. Ja, nice. Als Gladiator hast du alles erreicht, was ein Krieger erreichen kann. Triumph. War das jetzt der... Müsste jetzt der letzte Arena-Kampf in diesem Let's Play gewesen sein. Okay. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Kann der Ork töte? Meister in der Armbrust kann der. Große Waffen, schwere Armbrust, 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 Armbrust. Auch kann der Ork töte. Pass auf dich auf. Ja, ich pass schon auf. Keine. Was wieso sind da. Okay, Rundschild. Schwert, nehmen wir mal mit. Der schmiedet hier. In seiner Hütte gibt's auch Hellebarden und so, ja, keine Ahnung. Wir labern einfach mit allen Leuten hier. Ich will mit dir handeln. Nur Krieger dürfen meine Waffen tragen. Ja. Ich bin ein Krieger. Dann beweise es mir. Unten am Berg, bei den Hügeln, gibt es 3 Trolle. Die Trolle sind erledigt. Dann bist du doch ein großer Krieger. Es macht mir Ehre, wenn du meine Waffen trägst. Und hast du auch gescheite Waffen? Zeig mir deine Ware. Waffen, die sich zu tragen lohnen. Orkwappen. Wobet, das brauchen wir. Kruschdreck, Edlerdreck, verwitterter Dreck, Bartdreck, Bartaxt, jawohl. Nein, Morgenstern. Die hohe Orksöldnerrüstung. Kann ich die eigentlich? Das hast du dir nicht verdient, Mara. Na, fehlt noch ein bisschen was. Der Rest, Helm, Schmiedehammer, Zweihänder. Naja, einen Rohstall nehmen wir mal mit. Kann jetzt der ganze Dreck hier weg? Irgendwas richtig Dreckiges zum Verkaufen. Armbrüste. Die Sammlung wird immer größer hier. Haufen Bastard. Bisschen was will ich hier. Na gut, das reicht jetzt schon mal. Tauschen. So, Zakosch. So, Leute. Ach, wer ist meine Rüstung? Torex Morderrüstung. Diese Rüstung bietet soliden Schutz gegen jeden Feind. Und sie hat 2 gekreuzte Schwerter. Das heißt, wenn man diese Rüstung trägt. Da, die braucht das Orkwappen. Wenn man diese Rüstung trägt, da sitzt sämtliche Rebellen sauer auf einen. Aber nur solange man sie trägt. Die ist sogar gut. Schutz vor Klingen zerschmettern, Feuer, Eis, Energie, allem. Schutz vor allem. Und wie schaut die aus? Sieht sogar cool aus. Jaha. Schöne Zacken an den Schultern. Kann man lassen. Kannst du mir was beibringen? Du hast bewiesen, dass du ein großer Krieger bist. Aber das reicht nicht, um ein guter Schmied zu sein. Um den Stahl zu formen,
musst du vor allen Dingen stark sein. Siehst du diesen dicken Stein dort hinten? Wenn du ihn hochheben kannst, bist du stark genug. Ja, schon gemacht. Ich habe den Stein hochgehoben. Ich habe dich gesehen. Ich lehre dich meine Kunst. Und noch ein Level up. Es geht dir hier richtig. Bring mir was über das Schmieden bei. Es geht dir hier mit Vollgas voran. Jede Folge ein Level machen wir jetzt. Bis zum richtigen Nutzen. Ja, das geht leider nicht. Also wir brauchen da noch ein bisschen Schmiedekunst für. Schmiedekunst ist auf 33. Ah, verdoppeln, Leute. Verdoppeln. Ja gut, das können wir dann also noch nicht machen. Inspektion geht weiter, guten Tag. Gibt's so ein Zeug. Hm. Und da ist schon wieder Ende. Okay, Leute, inspiziert. Ist er das inspiziert? Auch nicht gut. Ja, auf jeden Fall. Urgosch und Mitch, die fehlen, glaube ich, noch. Wir sehen uns. Sieh zu. Warte mal, das war der Anführer. Der ist auch besiegt. Trinken ist gut. Da ist noch einer. Koras. Wenn du was kaufen willst, brauchst du Gold. Ach nee. Ich will in die innere Burg. Kein Morak kommt in die innere Burg. Befehl von Khan. Warum? Weil du störst. Der Krieg ist noch nicht vorbei und so lange kommt kein Morak in die Burg. Abwarten. Erzähl mir was über Zakosch. Viele wollen eine Waffe von Zakosch. Seine Klingen sind stark und scharf. Genauso stark wie sein Stolz. Und das heißt? Er gibt seine Waffe nur Kriegern, die er für würdig hält, sie zu tragen. Ja. Viele Krieger müssen große Taten begehen, bis er ihnen erlaubt, seine Waffen zu tragen. Tarok. Tarok ist der Arenameister. So. Bei ihm kämpfen die besten Krieger der Orks. Du willst dort kämpfen? Dann zeige ihm, dass du gut bist. Wie? Die Morras in Taroks Arena haben in vielen Arenen unseres Reichs gewonnen. Wenn du soweit bist, wird er dich kämpfen lassen. Ja. Zeig mir deine Ware. Hat er was Geiles? Steintafel. Ja, nimm mal mit. Flasche, Spitzhacken. Ja, ja, mach mal wieder kleine Handelsfolge hier. Lachtbeil. Ist gut. Kann dir aber auch einfach mal ein bisschen Gold geben. Da das die Ritterrüstung, was man da basteln kann, würde ich gern machen, aber irgendwie funktioniert die nicht. Ich kann sie mir nicht holen. Ich habe extra nachgeschaut, wo man den Plan für die Ritterrüstung bekommt und ich habe den Typ schon umkaut und der hatte den Plan nicht drinnen. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Aber Bartaxt, die will ich eigentlich bloß styletechnisch behalten. Verkauf ungern gute Waffen. Bastardo haben wir keine. Oh, schlecht, haben wir keine Bastardschwerter mehr zum Verhökern. Oh, ist ja traurig da. Gold. Steintafel erhalten, ja. Hier. Steintafel gefuttert. Hier steht etwas über die alte Magie. Ja, nice. Alte Magie. Wer fehlt jetzt durch? Mitch und dieser Urgosch-Typ, der da an seinem leeren Kessel abschmeckt. Was willst du, Mora? Ich will was kaufen. Nein, dir verkaufe ich nichts. Wo ist dein Problem? Kein Problem. Du bist ein Morra. Ich verkaufe nichts an Morras. Ja, du bist ein Rassist. Was verlangst du, damit du mit mir handelst? Ich brauche 3 Kronstöckel. Bringe sie mir. Dann können wir handeln und uns über Alchemie unterhalten. Alles klar. 3 Kronstöckel. Hier sind deine Pflanzen. Du hast gezeigt, dass du Mut hast Orks. Und mir helfen willst. Ich werde mit dir handeln. Ich will die Kronstöckel bieten. Zeig mir deine Ware. Da ist da 3 Kronstöckel im Inventar. Wenn nicht, hau ich ihn um. Eiswelle. Ah. Mal ein Quickshave. Urgosch. Was passiert? Hey, pass auf!
Bildur? Er kommt doch. Bildur bei der Kronstöckelwiete. 3. Danke. Sehr dreist hier, Kronstöckel zu verlangen. Das geht aber gar nicht. Steh mal auf. Vigo hat nochmal kassiert. Sorry, Vigo. Steht er jetzt auf? Wir können später noch reden. Der labert nicht. Da hinten wäre noch eine geile Hütte. Da können wir reinschauen. Da steht er jetzt wieder auf. Mir brummt der Schädel. Bring mir was bei. Bring mir was über Alchemie bei. Hätte gern Alchemie 2. Ist groß, den großen Shit einfach nur. Ich will Mana-Tränke bauen. Ah, Mana-Tränke. Ihre Macht entfaltet sich in ihrer Wirkung. Sie sind eine Quelle reiner magischer Kraft. Es gibt verschiedene Rezepte für diese Tränke. Also besorg dir eins. Such dir die nötigen Zutaten zusammen und leg los. Auf jeden Fall. Ja, das war jetzt eigentlich bloß für diese zwei Rezepte da. Denk ans Gehirn. Die da. Elixier der Elemente, Erde, Luft. Wahrscheinlich gibt es noch Feuer und Waffe, Wasser. Da hier. Elixier. Erde, Feuer, Luft, Wasser. Und dann können wir den da machen. Und der Trank der Elemente oder das Elixier der Elemente ist wahrscheinlich auch nochmal für irgendwas anderes gut. Pass gut auf dich auf. Weil es hier irgendwie noch ein Schwert der Elemente gibt. Und dafür müssen wir nach Nordmar. Musik, Mora. Das ist Musik. Das ist Musik. Ja, du. Ach komm. Wir reden später, Mora. Ja, hier. Jetzt hast du Musik. So, jetzt hat Style, Leute, ja? Jetzt. Einer macht Musik und einer tanzt. Das ergibt keinen Sinn, dass der, der Musik macht, immer selber auch ohne Musik tanzt. Das ist doch. Keine Ahnung. So haben wir jetzt hier doch Leute. Orakischer Held. Und auf dem Turm können wir auch noch. Eieieiei. Ah, okay, okay. Wir. Untersuchung läuft. Spezierung. Ist hier jemand? Alter, hier sind drei Leute. Aber es sind bloß Krieger, Jäger und was auch immer. Da drüben sind vier Leute. Okay, okay, dann ist es da drüben schon mal der wichtigere Turm. Rübe, Rübe. Stimmt, das sind die zwei. Das ist sowas finde ich auch geil an Gothic 3. Wagenräder und dieses Gespannding, dieses Ochsengespann oder whatever. Weiß nicht, im Spiel keine Ochsen gibt, nur Kühe, aber scheiß drauf. Mächtige, starke Menschen, Helden, ja passt. Ist auch doch nicht so wichtig. Doch nicht so wichtig. Hier hat man einen kleinen Einblick über die Stadt. Er ist gar nicht so groß hier. Das ist eigentlich total mini. Das ist der Wachturm von dem anderen. Der will noch Schnaps, das ist klar. Da geht's in die richtige Stadt. Oh nein! Der rutscht aus. Ja, mal kann ich da irgendwo ran glitschen? Das wäre halt krass. Kommt man da rüber? Könnte knapp werden. Ladi! Okay. Ja, knapp. Nennen wir es knapp. Jetzt gibt's da noch eine Hütte. Da lebt hier noch jemand. Nicht so. Lass dich nicht umbringen, Mora. Die Hütte ist auch leer. Hier in der Hütte. Auch leer. Da kommen wir dich rein. Haben wir jetzt alles. Bitte von Urgosch. Warte mal, da gibt's Alchemie, oder? Nein, Pult. Und Gold. Das ist jetzt wirklich. Ich muss was essen. Es ist wirklich alles. Wir sehen uns. Kämpfe mit Ehre. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Das ist jetzt wirklich alles. Also. Und der Sklave darf da rein, oder was? Okay.
Okay, die Burg von Faring. Darf ich nicht rein. Doch in der Burg sind wir, in dem hinteren Abschnitt sind wir nicht. Ist halt die Frage. Die Frage, wie machen wir weiter? Ganz sicher hat nichts gebracht, wir könnten... Und wir brauchen doch... Ich weiß, wie wir weitermachen, Leute. Das Dumme ist, wir brauchen jetzt halt noch für die Rebellen 2 Ruf. Ach, wir holen Dinge. Hämmer für den Typ in Vanguard. Irgendwo... Und damit treiben wir noch irgendwo 2 Ruf bei den Rebellen auf. Aus Gründen, aber jetzt gibt's erstmal die Hämmer. Ja, wieso 2 Ruf? Wieso will er noch 2 Ruf? Jemand weiß es. Stimmt, in der City sind wir ein bisschen... Da war Diebeshandwerk im Spiel. Alle angepisst. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Da ist der Typ, der baut ein Schiff. Der baut ein Schiff da und das Schiff ist halt total unfertig. Aber er hat einen Werkzeugschuppen mit Messern, Sägen, Äxten. Und da, Schmiedehammer. Nein, da, Hammer. Läuft bei uns. Also nicht Red Dog, Vanguard. Bekommt er seine Hämmer? Genau, wir machen jetzt noch ein paar Abschlüsse hier, bevor es nach Nordmar geht. Dann labern wir stimmt mit dem einen Ritter, mit dem anderen Typen können wir auch noch labern, der den Pass von Bading, also nach Nordmar da bewacht. Hier hast du 10 Hämmer. Danke. Das wird uns weiterbringen. Auf jeden Fall. Ach, schade, kein Ruf. Hätte so gern nochmal einen Ruf bei die Rebellen. 2 Punkte. Du siehst nicht besonders glücklich aus. Sag sowas nicht. Von Innos verlassen unter diesem immer blauen Himmel aus magischer Energie. Oh. Überall Orks und eine verschwindend geringe Chance auf Rettung. Könnte kaum besser sein. Ja, natürlich. Beneide dich. Ja, natürlich. Jetzt, wo du es sagst, deine Situation könnte wirklich kaum besser sein. Fuck, Leute. Jetzt sag schon, was ist los? Hat das Zeug, das ich dir gebracht habe, nicht geholfen? Doch, natürlich. Aber Hämmer und Segen lindern keinen Schmerz, oder? Verstehe. Du brauchst einen Heiltrank. Nein, bei Innos. Meiner Frau geht es sehr schlecht. Seit Tagen platzt sie eine nie verheilende Wunde. Schau, dort. Das ist sie. So stolz. Ja, man merkt es. Sie ist unter Männern aufgewachsen. Sie ist unter Männern aufgewachsen. Sekunde. Die andere Rüstung. Oh, Duselkapte. Ah, ich hab grad voll Schiss, dass die alle dann so auf mich stürmen, ne? Mit der Ork-Rüstung an. Sie sieht gar nicht verletzt aus. Welche Frau überhaupt? Noch bevor die Orks Vanguard erstürmt hatten, wurde sie von einer seltsamen Blutfliege gestorben. Oh nein. Tagelang glitt sie unter einer unbeschreiblichen körperlichen Schwäche. Dann konnte mir ein alter Alchemist zeigen, wie ich ihr ihre Kraft zurückgeben kann. Braucht sie vielleicht einen Heiltrank? Ach, wenn das alles wäre. Hm, 2 Heiltränke. Du hast mir nicht zugehört, oder? 3 Heiltränke? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Doch, natürlich habe ich dir zugehört. Und wahrscheinlich brauchst du irgendwas, was du hier nicht finden wirst. Oh ja, genau so ist es. Ich hätte damals auf sie hören sollen. Besorg bitte gleich die doppelte Menge. Wer weiß, wann das wiederkommt, hat sie gesagt. Ich habe es abgehoben. Okay, und was brauchen wir? Gut, sag mir, was du brauchst. Womit kann ich deiner Frau helfen? Schön, ich brauche 4 Pflanzen und einen Pilz. Etwas genauer bitte. Pflanzen kann ich dir viele bringen. Und Pilze wachsen hier bestimmt auch. Natürlich. Für die kraftbringende Essenz benötige ich 2 Mana-Pflanzen und 2 Heilpflanzen. Außerdem einen Dämonenpilz. Der Pilzhut dient mir dabei als Behälter und saugt gleichzeitig alles Unwichtige auf. Oh. 2 Mana und 2 Heilpflanzen. Sowie einen Dämonenpilz. Soll ich dir also bringen, ne? Ja, genau. Hier hast du deinen Dämonenpilz. Ah, danke. Dann kann ich gleich die Stiele abmachen. Das ist ja mal wieder typisch. Vandorn, ich wollte dir auch die Pflanzen bringen. Pflanzen? Ach ja, die Pflanzen. Sind es auch 2 Mana und 3 Heilpflanzen? Natürlich, die wolltest du... Moment,
Drei Heilpflanzen? Hab ich doch gesagt. Drei Mana und vier Heilpflanzen. Vandorn? Ja? Ich bringe dir einfach 5 Mana und 5 Heilpflanzen. In Ordnung? Hoffentlich reichen 5 Mana und 5 Heilpflanzen wirklich. Wird schon reichen hier. So, du nimmst jetzt diese Pflanzen und machst dich an die Arbeit. Aber das sind doch zu viele. Na wurscht. Okay. Okay, die Frau ist anscheinend geheilt. Keine Ahnung, bist du Wanderns Frau? Nee, wir brauchen eine Frau mit Schwert und Schild. Wo ist die Frau von Wandern? Wo ist seine Frau, seine liebliche Frau, versteckt? Keine Ahnung. Da, noch eine Frau. Bist du Wanderns Frau? Die hat auch kein Schwert und Schild. Okay, ich glaube, der erzählt Geschichten. Hier ist nirgendwo. Hier sind zwei Frauen. Das sind alles keine Frauen. Schaut sie euch an. Typen. Da ist die Frau. Also das war Frau Nummer 1. Und da hinten ist irgendwo die Frau Nummer 2. Hier. Frau Nummer 2. Kein Schwert, kein Schild. Der erzählt Geschichten. Und hat keine Ahnung von der richtigen Menge von Heilpflanzen. Junge. Er ist halt... ist halt doch bloß ein dreckiger Rebelle. Okay, Leute, wir machen jetzt... einen... Auftrag. Den ich ungern machen möchte, ne? Geht um Orks zu töten, aber ich will 2 Punkte. Ich will noch 2 Punkte bei den Rebellen. 2 Rufpunkte und ich... Okay, da pisst's auf. Wir hauen uns erstmal aufs Ohr. Und dann machen wir noch einen Auftrag, der hier auf der To-Do-Liste steht. Bei dem es um Dicke geht, die... einem Freund der Orks... Kummer bereiten. Also... Warte mal, theoretisch? Weiß gar nicht. So, wer war das? Erstmal was essen. Ich bin gerade noch ein bisschen... Sag mal, kannst du einen Ork töten? Willst du mich im Kampf unterrichten? Du bist ein Paladin. Nein. Dreck. Weg mit dir. Geh mir aus den Augen. Warst du das? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ja, hier gibt's noch irgendeinen. Hast du nichts zu tun? Der eigentlich wollte, dass ich Orks töte. Wo ist er? Lass mich! Einige Dinge werden sich niemals ändern. Reiter Sklave? Genau. Ich kümmere mich um den Ork auf dem zerstörten Bauernhof. Gut, aber pass auf, dass dir keiner von ihnen in den Rücken fällt. Räume den Bauernhof von Orks frei. Wird so wehtun. Wird so wehtun. Wo ist er? Wo ist dieser Bauernhof? Gott. Der Drecksbauernhof, der war da unten irgendwo. Komme ich da runter? Ja, es geht. Es geht. Der war irgendwo hier unten. Das waren die Orks, die das mit dem Waldläufer vorhatten. Also die... Sag mal, da ist ein Ding. Da ist noch ein Ding. Fuck, wo ist dieser Bauernhof? Wahrscheinlich... Doch, das ist doch der. Das ist der da unten. Oder? Oder nicht? Doch, da genau. Der war's. Die Orks hier dezimieren. Kaputt. Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Diese Schwein. Ich habe mir schon sowas gedacht. Gute Arbeit. Hier ist etwas Gold. Yeah. Der Druide Thorn ist tot. Ist wohl besser so. Dann muss ich das nicht mehr machen. Tja, damit hat sich die Sache mit dem Bauernhof auch erledigt. Sehr gut, Mora.
Hier, nimm. Ja, so und jetzt, Junge? Ich höre voll auf, wenn er tot ist. Jungs, rück mir nicht so auf die Pelle, ja? Ah, ist so da. Ist so da. Der bleibt mit der Armbrust? Dann machen wir den. Hab ich dich endlich. Schlitz. Warte mal, solange der da unten liegt. Ich kann den nicht abstechen, solange die drei da, die vier da auf mich sauer sind. Sehr nice. Einmal schön durchrasieren, bitte. Ja, gleich. Richtig schön durch. Genau, das reicht. Wer will jetzt noch Stress? Ich bekomm Schaden. Woher kommt der Schaden? Der da. Du. Das ist okay, jetzt die bleiben jetzt tot. Sorry, Bros. Sorry, Bros. Safe is safe. Okay, die wachen wieder auf. Alles cool. Es reicht ja eigentlich, den Anführer für den jetzt zu dezimieren. Ach, immer diese... Leute, es war mal wieder wunderschön. Immer diese Drecks-Rebellen-Aufgaben. Wir machen in der nächsten Folge hier ein bisschen in der Stadt da weiter. Vielleicht gibt es noch einen Rufpunkt. Einen Rebellenpunkt. Es geht wirklich nur um einen Rebellenpunkt. Die 40 voll, um Dinge zu tun. Aber die tun wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein.